Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ja, diesmal auch endlich wieder im Wald. Es hat abgekühlt, es ist jetzt eine schöne Gewitterstimmung und fängt auch gerade an zu regnen. Also optimale Bedingungen, um endlich wieder raus zu können. Scheiß Hitze. Ich will euch mal ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, was denn bei mir so kanaltechnisch jetzt so an Neuigkeiten anstehen, beziehungsweise was mir da durch den Kopf geht für das weitere Vorgehen. Und ja, da gehen wir jetzt einfach mal die Punkte durch, die ich da mal ansprechen wollte, euch mal mitteilen wollte. Erstens ein paar Worte zu meiner Kanalstatistik. Ich habe ja jetzt irgendwas 700 schieß mich tot Abonnenten. Da bin ich enorm glücklich mit und das freut mich sehr. Und auf diesem Wege einmal ein ganz kurzes, dickes, fettes, wenn auch kurzes Dankeschön. Und was ich besonders toll finde, ist die Diskussionskultur. Das war zum Beispiel jetzt bei der Zecke oder bei der Fuchsbandwurmgeschichte oder bei der Wassergeschichte. Dynamischere, bewegendere Themen und so weiter und so fort, dass da so viel Anmerkungen kamen. Und was ich auch toll finde, ist vor allen Dingen, dass ihr auch irgendwie wirklich nochmal Dinge ergänzt, die ich vergessen habe. Also das finde ich besonders super. So kriegen wir quasi als Community tatsächlich dann auch was zustande, was wirklich alle Aspekte zum jeweiligen Thema dann auch berücksichtigt. Weil was ich vergesse, ergänzt ihr und dann kann man die Kommentare lesen, plus mein Videochen angucken und dann hat man, glaube ich, die wesentlichen Informationen zu dem jeweiligen Thema zusammen. Und da bin ich euch enorm dankbar, dass das so super funktioniert. Das macht mir auch richtig, richtig Spaß. Die Kommentare, Kommentiererei, das nimmt jetzt mitzwischen schon ziemlich viel Zeit in Anspruch. Und was ich am liebsten mache, ist Videos machen. Was ich am zweitliebsten mache, ist Kommentare lesen und mich freuen. Und was ich dann nur noch am drittliebsten mache, ist Kommentare kommentieren. Anders sieht das mit Fragen aus. Ich mag super gern, wenn ihr mich irgendwas fragt, wenn ihr noch mal was detaillierter wissen wollt und so weiter und so fort. Das kommentiere ich sehr, sehr, sehr gerne. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist, ich werde in Zukunft grundsätzlich immer versuchen, egal wie groß ich jemals werden werde, wenn ich überhaupt mal nennenswert groß werde, wie auch immer, aber in jedem Fall möchte ich immer gerne Fragen beantworten und werde meine Zeit auf jeden Fall so, also meine Zeit zum Kommentare kommentieren, so aufteilen, dass ich in erster Linie Fragen beantworten möchte. Und alles andere kommt dann, wenn ich Fragen beantwortet habe. Wenn ihr also was geschrieben habt, was keine Frage wissenschaftlicher Art oder zu einem Waldthema oder sowas in der Richtung eben enthält, dann bitte nicht böse sein, wenn die Beantwortung dieses Kommentars dann ein bisschen länger dauert und sofern es sich nur um einen kleinen, freundlich gemeinten Hinweis eurer Art wie, oh, das war aber ein schönes Video, irgend sowas in der Richtung, handelt, könnte es passieren, dass ich da jetzt mal nicht ein vielen Dank, das freut mich oder ähnliches drunter setze, sondern nur diesen Daumen nach oben betätige. Den finde ich ehrlich gesagt ganz praktisch. Also wenn ihr so einen Daumen nach oben von mir bekommt, dann liegt das daran, dass es mir wirklich gefallen hat und nicht daran, dass der einfach nur schnell gedrückt ist. Also ich lese definitiv, garantiert, hundertprozentig alles. Ich kommentiere nicht immer jetzt nur noch 90%, 85-90%. Wenn ich noch größer wäre, dann reicht es halt irgendwann nur noch für 80-70, irgendwo so um den Dreh. Aber mir sind halt vor allen Dingen die Fragen wichtig. Nur, dass das schon mal vornherein geklärt ist, bevor ich dann irgendwann mal irgendwie Ärger mit euch bekomme, was ich nicht will. Gut, ich habe eine lange To-Do-Liste inzwischen, weil die habt ja immer tolle Themenvorschläge für Dinge, die ich dann noch machen könnte. Und das meiste davon finde ich auch wirklich ganz super. Und was ich nicht ganz super finde, will ich zum Teil dann trotzdem machen, einfach was dazugehört. Also sprich den Pilz und die Käfer. Die werde ich auch mal irgendwann in Angriff nehmen. Die Sache ist nur die Reihenfolge, wie ich Themen abarbeite, liegt einfach daran, worauf ich gerade Bock habe. Und deshalb kommt es halt auch mal vor, dass jemand einen Wunsch hat, der dann halt 4 Wochen rumliegt, beziehungsweise auf der Liste steht und jemand anders einen Wunsch hat und der quasi 3 Tage später schon abgedreht und geschnitten und online ist. Das hängt halt einfach davon ab, wie sehr ich Bock drauf habe auf den jeweiligen Themenvorschlag, den ihr habt.
und hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie aufwendig das ist natürlich. Also so manche Dinge sind halt einfach gar nicht aufwendig, zum Beispiel diese Buchvorstellung, die jetzt mit diesem Video online geht. Das war zum Beispiel ziemlich wenig Aufwand. Die Forstgeschichte beispielsweise, das ist ja mein eigenes Projekt, da hat mir ja keiner gesagt, mach unbedingt mal Forstgeschichte. Okay, doch, das habe ich auch zweimal irgendwo gelesen. Aber das ist primär mein eigenes Projekt und aus meinem Mist gewachsen. Und dann zum Beispiel, was jetzt noch ansteht für nächste Woche, sind Agroforstsysteme. Das ist auch was, da muss ich noch ein bisschen mehr zu machen, da muss ich ein bisschen recherchieren. Das meiste dazu weiß ich zwar noch aus dem Studium, aber ja, das ist zum Beispiel was, das mache ich zwar gerne, aber das braucht ein bisschen länger. Und so funktioniert das halt einfach, wenn ihr Wünsche habt, damit ihr mal wisst, was geht in meinem Kopf vor, wenn ihr euch was wünscht, wie funktioniert das. Und aktuell stehen auf der Liste, glaube ich, 8 Dinge. Wobei das nicht unbedingt was heißen muss. Mir fällt auch immer ganz oft spontan was ein, worauf ich halt eben gerade Bock habe. Und das geht dann gar nicht erst auf die Liste, sondern direkt in die Dreharbeiten sozusagen. Zwischendurch jetzt ein etwas kritisches Thema. Der Saki hat mich darauf hingewiesen, nachdem ich ihn gefragt hatte, ob ich seine tolle Saki-Kameratechnik, also das Hinstellen, an der Kamera vorbeilaufen, Schnitt, zurücklaufen, Kamera einsammeln und wieder weiterlaufen, ob ich das verwenden darf, ob er da was dagegen hat, hatte er natürlich nicht, das hätte mich auch sehr gewundert, euch vermutlich auch. Und er hat noch angemerkt, unter anderem, dass ich doch vielleicht ein kleines bisschen aufpassen muss, ob ich mir mit gewissen Spitzen in meinen Kommentaren nicht vielleicht manche YouTuber, ja zum Feind vielleicht nicht, aber ein bisschen verärgere. Da habe ich jetzt lange drüber nachgedacht. Also Saki, solltest du das hier jemals sehen, vielen, vielen, vielen Dank für die Anmerkung. Wirklich, das hat mich ziemlich nachdenklich gemacht und ich habe da auch wirklich viel drüber nachgedacht, wie ich damit umgehe. Und du hast natürlich recht. Das könnte vielleicht durchaus passieren, weil ich dann doch bei manchen Dingen sage, es ist so und nicht anders. Und ja, zum Beispiel eben gerade diese Lockerheit, wie der Saki hat. Dass der von sich, dass Saki jeder machen darf, was er möchte und lustig sein kann und können sie alle machen, wie sie wollen. Das ist dem Saki vollkommen Wurst und stört ihn alles überhaupt nicht. Hat er mir auch so nochmal geschrieben gehabt. Also das gilt speziell für mich, dass ich machen darf, was ich lustig bin und stört ihn alles überhaupt nicht. Passt ja auch gut zum Saki. Ich meine, wir gucken ja alle seine Videos, vermute ich zumindest. Und die sind ja auch toll und dementsprechend bin ich auch schon ein bisschen, bedeutet mir auch schon viel, dass mir der Saki geschrieben hat. Der Saki behauptet zwar, er ist niemand Wichtiges und niemand Besonderes, aber irgendwo so ein bisschen, ne? Hat man schon das Gefühl, ja, keine Ahnung. So, jedenfalls, ich habe da jetzt lange drüber nachgedacht und ich will wirklich, also wenn ich jetzt sage, irgendwas ist... Ich muss zum Thema böse Kommentare zu anderen YouTubern jetzt schnell nochmal von hier nochmal kurz was ergänzen. Ich schneide das andere Zeug entsprechend ein bisschen zurecht. Daher, wenn es ein klein wenig verwirrend aussieht, tut es mir leid, aber mir ist da gerade noch was eingefallen. Wenn ich mir ein Video angucke von jemandem, der eine überhaupt nicht wissenschaftliche Sichtweise auf das Thema Natur hat, zu Themen, auf die aber meiner Meinung nach eine wissenschaftliche Sichtweise zutreffen würde. Das soll heißen, zum Beispiel eben Ernährung aus Pflanzenmaterial oder eben Ernährung aus dem Wald. Dazu gibt es definitiv biochemische, naturwissenschaftliche Grundgesetze, die man da meiner Meinung nach beachten muss. Und wenn jetzt jemand da hingeht und diese Gesetze quasi ignoriert und irgendwelche anderen Theorien aufstellt, was da wichtig ist, vielleicht hat er damit recht. Also ich möchte an dieser Stelle wirklich betonen, ich weiß nicht, ob dieser jemand nicht vielleicht sogar recht hat. Aber nach allem, was ich dazu gelernt habe, hat er nach meiner Ausbildung her nicht recht. Und da ich Waldexperte bin, mit Brief und Siegel und Urkunde, will nicht angeben, aber das ist einfach mein Beruf. Das ist ungefähr so, wie wenn du zu einem Schreiner gehst und ihm erklärst, dass er seine Schrauben ab sofort mit dem Hammer nur noch ins Holz hämmern darf, weil Schrauben schlecht ist. Ungefähr so ist das. Das ist wie wenn man zu einem beliebigen Experten in einem beliebigen Fachgebiet zum Klempner geht und dem sagt, dass das Klo überhaupt nicht verstopft ist, während er da gerade fundweise die Scheiße rausholt. In Anführungszeichen. Böser Vergleich. Aber nur, dass ihr wisst, was in mir vorgeht, wenn ich mir eben nicht naturwissenschaftliche Meinungen zu naturwissenschaftlich erklärbaren Themen angucken muss.
Wenn mich das jetzt furchtbar unsympathisch macht, dann tut es mir wirklich leid, dann kommen wir nicht zusammen, auf gut Deutsch. Also, ihr müsst mich ja auch nicht angucken. Ganz wichtig, kein Mensch wird dazu gezwungen, das kann jeder machen, wie er möchte. Und ja, ich glaube, das ist so das, was ich sagen wollte und was ich jetzt rausgeschnitten habe, war zu viel um den heißen Brei rumgeredet. Trotzdem möchte ich nochmal explizit dem Saki danken, dass er mich ein bisschen darauf hingewiesen hat, dass ich darüber mal ein bisschen nachdenken kann und mich zum Nachdenken angeregt hat. Das war wirklich auch jetzt für mich selber wichtig, damit ich einfach irgendwo weiß, wo meine Identität bei solchen Fragen irgendwo ist. Wie gesagt, wenn mich das ein kleines bisschen unbeliebt macht bei manchen, das tut mir leid. Und das soll nicht heißen, dass ich die Leute, die eine nicht naturwissenschaftliche Meinung auf Themen, die naturwissenschaftlich erklärbar sind, haben, nicht mag. Ich mag grundsätzlich, mir ist jeder sympathisch, der gerne in die Natur geht. Welche Gründe der dafür hat, ist mir im ersten Moment erstmal vollkommen Wurst. Und ich kann mich mit dem auch anfreunden und so weiter und so fort. Nur, wenn es dann halt eben darum geht, über solche Dinge zu sprechen, zu denen ich aufgrund meiner Ausbildung meine, das Ganze richtig zu wissen. Und dann mir jemand kommt, der keine solche Ausbildung besitzt. Oder auch keine andere Ausbildung in Richtung Natur. Also wenn es jetzt ein Apotheker ist und mir erzählt, dass, keine Ahnung, Baldrian irgendwelche tollen Eigenschaften hat, dann glaube ich dem das sofort. Dafür muss es jetzt nicht Professor in Histologie oder sonst was sein. Ich glaube, die Wissenschaft gibt es überhaupt nicht. Keine Ahnung. Aber, ne? Ich hoffe, ihr habt verstanden, worauf ich hinaus möchte. Ich möchte mich wirklich nicht unbeliebt machen. Ich habe nichts gegen Leute, die irgendwelche Kräfte der Sonne in irgendwelchen Pflanzen entdecken, die ihnen irgendwelche nur esoterisch nachweisbaren Kräfte verleihen, die sie beruhigen, die ihnen helfen. Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche homöopathischen Leute, die homöopathische Arzneimittel toll finden, die denen wirklich helfen und nachweisbar offensichtlich helfen. Es gibt auch so ein paar Dinge, wo ich selber auch nicht unbedingt eine wissenschaftliche Meinung zu habe, weil ich für mich persönlich festgestellt habe, dass es einfach ein paar Dinge gibt, die funktionieren, ganz offensichtlich. Die kann man aber wissenschaftlich nicht erklären. Vielleicht ist das mit solchen Dingen auch so. Ich weiß es nun nicht. Und solange man mich nicht mit Dingen, die mich überzeugen, und ich bin überzeugbar, also es ist nicht so, dass ich mit meine Meinung steht fest, verwirren Sie mich nicht durch Tatsachen, durch die Gegend renne. Solange eben das niemandem gelingt, mich wirklich davon zu überzeugen, dann bin ich anderer Meinung und ja, so. Und damit habe ich jetzt auch, glaube ich, auch gesagt, was ich sagen wollte zu dem Thema, dass ich mich eventuell beim einen oder anderen unbeliebt mache mit dem, was ich so von mir gebe, mitunter. Es ist in keinem Fall böse gemeint. Also wirklich, wirklich nicht. Aber es ist für mich schwer zu ertragen als Naturwissenschaftler, Forstwissenschaftler, Waldexperte, wenn da jemand mit einer esoterisch, wissenschaftlich gesehen, Blödsinn, Sicht auf den Wald losgeht und mir das auch noch erzählt. Beziehungsweise ich mir das aus Versehen anhören muss. Weil absichtlich tue ich das nicht. Das war jetzt schon wieder böse. Ihr seht, das Thema, da kann ich nicht so ganz mit, weil ich habe wirklich lange, lange Wald studiert und ich bin mir sicher, und bin davon überzeugt, dass ich mich da auskenne. So, das lasse ich jetzt einfach so stehen. Ja, wie gesagt, ich will keine Feinde haben, überhaupt nicht. Aber das ist so mein Umgang, wie ich jetzt im weiteren verfahren werde. Und versuche allerdings, irgendwelche bösen Bemerkungen bezüglich solcher Leute, versuche ich sein zu lassen, wenn es mir doch mal rausrutscht. Meine Videos sind sehr spontan und das heißt aber nicht, dass ich wirklich solche Leute nicht mag oder irgendwie gering schätze. Das ist nämlich auch nicht der Fall. Jeder kann machen, wie er möchte, aber gerade bei solchen fachlichen Sachen behalte ich mir einfach vor, dass ich eine andere Meinung habe. Habe ich das jetzt alles 15 Mal dasselbe erklärt, jetzt jedes Mal in anderen Worten? Kann das sein? Es regnet übrigens. Also ich mache mich mal ins Trockene, weil ich Angst habe, dass mir die Kamera gleich nass wird. Außerdem fällt mein Vlog-Arm gleich ab. Ich brauche mal so einen Vlogstock. Vielleicht gibt es einen kombinierten Vlogstock-Wanderstock. Ach Mann. Ihr seht den Rest vom Video jetzt gleich im Anschluss, deshalb muss ich jetzt nicht Tschüss sagen. Ja, aber trotzdem nochmal, Saki, vielen lieben Dank für die Anmerkung. Das war mir auch jetzt echt interessant und ich habe da auch lange drüber nachgedacht, wie ich das machen soll. Ich versuche natürlich solche Spitzen jetzt in Zukunft, versuche ich nach Möglichkeit sein zu lassen, kann aber sein, dass mir das trotzdem rausrutscht. Und
Mir ist bei meinen Videos auch dieser spontane Charakter, den sie bisher hoffentlich haben, nach wie vor wichtig, dass ich also wirklich alles, was ich sage, nicht unbedingt dreimal auf die Goldwaage lege, sondern da rutscht dann halt schon mal hin und wieder vielleicht eventuell was durch, was man besser nicht gesagt hätte. Auch mal teilweise fachlich falsche Sachen, das ist euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen, wenn ich dann hier unten mal wieder eine schöne Texteinblendung habe, die darauf hinweist, dass ich gerade Quatsch erzähle. Das kommt mal hin und wieder vor, das ist halt eben der spontanen Art und Weise, in der ich meine Videos aufnehme, geschuldet. Und ja, so sieht's aus. Und damit sind wir beim nächsten Thema. Nämlich so ein kleines bisschen, wie nehme ich überhaupt meine Videos auf? Das wollte ich jetzt nochmal sagen. Es gibt Themen, da habe ich vorher was durchgelesen. Es gibt ganz, ganz wenige Themen, da habe ich tatsächlich irgendwo einen Zettel rumliegen, wo ich dann hin und wieder mal ein kleines bisschen drauf gucke. Also wenn es mehr Schnitte gibt, liegt es daran, dass ich vielleicht auch hin und wieder mal auf ein kleines Zettelchen gucke. Aber das ist die absolute Ausnahme und nur in ganz wenigen Videos der Fall. Ganz, ganz vieles erzähle ich einfach so direkt aus dem Hirn und habe mir vorher überhaupt nichts angeguckt, gar nichts zu durchgelesen. Und bei den Dingen wie zum Beispiel der Forstgeschichte oder was, da habe ich mir schon vorher nochmal einen Text durchgelesen. Aber das ist einfach nur nochmal zum Erinnern. Das meiste kommt dann schon ziemlich direkt aus dem Hirn. Was mir wichtig ist, ist einfach nur mal, damit ihr nochmal wisst, also ich habe keinerlei irgendwelche schriftlichen Volltext-Dinger, die ich hier irgendwie vorlese. Das gibt es alles nicht. Das ist alles komplett frei gehalten. Und dementsprechend sind dann halt auch mal mehr, mal weniger Versprecher drin, je nachdem, wie ich halt an dem Tag gerade drauf bin. Mal klappt es besser mit dem Quatsch. Mal klappt es weniger gut und dementsprechend ist auch mal mehr und weniger ein roter Faden zu erkennen. Das hängt auch irgendwo ein bisschen damit zusammen, wie gut ich mich im jeweiligen Thema denn auskenne. Nichtsdestotrotz, ich gucke hinterher, wenn ich das Ganze dann gedreht habe, alle Fakten nochmal nach und gehe dann nochmal auf Nummer sicher, dass ich nichts Falsches erzähle. Also was nicht mit einem Kommentar hier unten versehen ist, der das Gegenteil von dem, was ich behaupte, ist richtig. Also da könnt ihr dann meistens davon ausgehen, also sagen wir mal, ihr könnt zu 99% davon ausgehen, dass das, was ich euch an fachlichen Dingen erzähle, auch stimmt. Wenn es dann tatsächlich immer noch falsch ist, obwohl es mir selber nicht aufgefallen ist, dann weiß ich es tatsächlich nicht besser. Das wird in ganz wenigen Fällen wahrscheinlich auch der Fall sein. Nobody is perfect. Und ich warte ja noch darauf, dass irgendwann mal irgendwelche meiner Professoren meinen Kanal entdecken und dann mir eben über jedes Video herziehen und darauf hinweisen, Herr Tüxen, wie können Sie sowas? Könnte irgendwann mal passieren. Nein. Also so falsch wird es dann wohl auch wieder nicht sein. Ich werde nass. So, was wollte ich euch denn noch erzählen? Ja, danke für die vielen tollen neuen Abonnenten, habe ich ja gesagt. Es macht mir wirklich auch enorm viel Spaß überhaupt nochmal. Ich habe es zwar schon mal gesagt, aber trotzdem nochmal vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare, für eure Anteilnahme, für die Fragen, die ihr mir stellt, für euer Mitwirken überhaupt. Und das ist halt schon irgendwie, ich kann schon verstehen, dass da viele YouTuber eben enormen Wert auf ihre Community, ich mag das Wort nicht, legen, weil das schon halt nochmal einfach toll ist, wie da zusammen, in Anführungszeichen, wie wir zusammen halt da was auf die Beine stellen können, was dann wirklich alles enthält, was es zum entsprechenden Thema zu sagen gibt. Das finde ich wirklich ganz, 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 ganz toll. Wie geht's jetzt weiter hier auf meinem Kanal? Genauso wie bisher. Ich habe ja keine wirklich super ultimativ festen Richtlinien, was ich hier tue und was nicht. Hauptsache, es geht irgendwo um den Wald. Natürlich bleibt der wissenschaftliche Hintergrund irgendwo ein bisschen erhalten. Ich möchte eigentlich mal ganz gerne dann irgendwie in nächster Zeit noch ein paar mehr Touren machen und möchte gerne weiterhin gerne alles mit einbauen, was ihr an Vorschlägen habt. Sofern mir die einigermaßen gefallen, baue ich die gerne, gerne weiter mit ein. Und dann gibt es noch so einen Langzeitkritikpunkt, dass ich nicht direkt in die Kamera gucke, sondern schräg dran vorbei. Das liegt daran, dass ich tatsächlich auf mein Display glotze und nicht direkt in die Kameralinse, wie ich es zu Vergleichsgründen jetzt mal tue. ich brauche das, dass ich mich selber sehe und weiß, was ich gerade so erzähle. Ich muss einfach irgendwen angucken beim Quatschen. Und wenn es nur ich selber bin, sonst fühle ich mich enorm paradox. Also ich bin halt eben kein ausgebildeter Schauspieler oder Mensch, der sich irgendwie mit Kamera wirklich nativ auseinandergesetzt hat und kriegt das partout nicht auf die Reihe. Ich habe es jetzt versucht. Ich kann immer noch mal zwischendurch mal versuchen, in die Kameralinse direkt zu gucken. Was ich jetzt übrigens in
in diesem Video probiere, ist, dass ich eher in dieser Bildhälfte mich hier aufhalte, weil diese Bildhälfte näher an der Kameralinse ist und es demzufolge eher so aussieht, als würde ich direkt in die Linse gucken. Ich kann den Kritikpunkt von euch verstehen. Ich fürchte nur, es ist für mich mit unverhältnismäßig riesigem Aufwand verbunden, daran was zu ändern. Das ist mir wirklich zu stressig und tut mir leid. Ich versuche das in Zukunft also wirklich jetzt mal so zu versuchen, dass ich mehr halt eben in dieser linsennahen Bildhälfte rumhocke. Wenn ich rumlaufe, ist es sowieso, dann hocke ich natürlich gerade da, wo ich halt gerade eben entsprechend bin. Also das kann ich versuchen, was ich aber wirklich nicht hinkriege, ist direkt in die Linse glotzen. Schaffe ich einfach irgendwo nicht. Also, wie gesagt, ich kann den Kritikpunkt verstehen und wahrscheinlich wird das auch noch mal einiges besser machen, aber zum Thema besser machen, klar will ich auch was besser machen und ich bilde mir auch ein, dass ich langsam auch noch ein bisschen mehr Übung bekomme beim Quatschen und noch ein wenig der Faktor ein kleines bisschen abgenommen hat. Das ist immer sowas. Ich würde gern komplett frei sprechen, das kriege ich aber noch nicht hin, weil ich halt eben komplett frei spreche, ohne irgendwelche Notizen oder ähnliches und daher ist dann immer noch ein gewisser Faktor da. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, einfach mal darauf achten, ob der Faktor bei mir im Lauf des nächsten Jahres etwas abnimmt. Damit sind wir dann auch beim Faktor, mein Kanal ist jetzt circa ein Jahr alt. Das freut mich sehr, also insbesondere eben der Zuwachs an Abonnenten, mit so viel hätte ich nicht gerechnet, das sagt zwar jeder, aber das sage ich auch und hätte mit so viel wirklich nicht gerechnet und insbesondere hätte ich deshalb nicht mit so viel gerechnet, weil ich gegen sämtliche Tipps zum Erfolg auf YouTube komplett verstoße und diese völlig ignoriere, weil ich mache keine schnellen Schnitte, also meistens nicht, ab und zu mal ist mir schon passiert. Ich mache keine Jump Cuts und bin hier im Bild, dann da im Bild, dann da unten im Bild, dann hier oben im Bild. Ich mache ewig lange einfach nur Labervideos. Habe am Anfang mal angefangen, mal hinter dem Baum zu stehen, dann neben dem Baum und jenem Baum, was euch scheinbar vollkommen scheißegal ist. Da habt ihr mich jetzt falsch erzogen, seid ihr selber schuld. Wenn ihr mir erzählt hättet, dass das voll toll ist, dass ich mal vor dem Baum stehe und vor dem Baum und vor jedem Baum, das hat mir noch nie irgendjemand erzählt, würde ich das weiterhin so machen, aber so werde ich in Anführungszeichen immer fauler, produziere lieber mehr Videos und nehme mir mehr Zeit zum Kommentare kommentieren und lege mehr Wert auf den Text, den ich quasi euch vermittle und weniger auf, dass ich mal einen anderen Waldhintergrund im Bild habe. Außer natürlich ist es jetzt irgendwie so ein Tourenvideo wie diese Buttert-Felsen-Geschichte, die jetzt gerade letzte Woche der Rest hochgeladen worden ist. Da ist mir dann natürlich schon noch wichtig, dass es auch gewisse Schauwerte gibt und natürlich auch bei anderen Sachen ist mir auch wieder wichtig, dass es Schauwerte gibt. Aber bei diesen reinen Infovideos, diese ich erzähle euch was, erkläre euch was Videos, die ja den Großteil meiner Videos ausmachen, da bin ich inzwischen faul geworden, weil ihr mich halt entsprechend erzogen habt. Mitunter ist es auch wirklich faszinierend, das habe ich aber auch schon von vielen anderen YouTubern gehört, dass man bei den Videos, wo man viel Aufwand reinsteckt, vergleichsweise viel Aufwand, und denkt, ha, das ist super geworden, das guckt sich jetzt jeder an, das läuft so ganz okay bis mittelmäßig bis gar nicht. Ein Beispiel, mein Fuchsvideo Teil 1, weil ich da ja noch Fuchsbilder reingeschnitten habe, die habe ich mir vorher erst suchen müssen, dass die vom Copyright her, dass mir da keine Klagen drohen und ähnliches. Und die da einzubauen, das war für mich, also da ich das nicht so oft mache, ist das ein gewisser technischer Aufwand und das hat Zeit gebraucht. Überhaupt habe ich die ganzen Fakten zum Fuchs erst zusammensuchen müssen und so weiter und so fort. Also das war ein vergleichsweise aufwendiges Video, das zwar mittlerweile, weil es schon relativ alt ist, ein paar Mal relativ gut angeguckt wurde, aber dafür eine sehr niedrige Daumen-nach-oben-Quote hat. Ganz typisch eigentlich, das hat man schon von vielen, habe ich schon von vielen anderen YouTubern gehört, wären so Dinge, bei denen ich davon ausgegangen bin, das interessiert kein Mensch. Das machst du jetzt für den einen, der gefragt hat. Zum Beispiel die Geschichte hier mit den Gleisen im Forstweg, diese Flurschäden durch Holzernte, dieses ewig lange 70 Minuten Video insgesamt, also es sind ja zwei Teile geworden, aus technischen Gründen übrigens, ich kann nichts hochladen, was so lang ist, das haben erstaunlich viele angeguckt und das hat richtig viele Daumen nach oben. Also das macht mich dann gelegentlich schon noch ein wenig fertig,
bei euch, in Anführungszeichen, was für ein Zeug ihr euch dann tatsächlich anguckt und wovon ihr begeistert seid. So ein anderer Fall war der erste Teil da von Waldbesichtigung mit Ben, wo ich wirklich nur in der Gegend rumrenne, ohne irgendeinen Plan. Ich bin wirklich bloß raus und habe die Kamera mitgenommen und bin da rumgestapft und habe halt erzählt, oh, hier der Baum, jener Baum, diese Pflanze, was mir halt spontan eingefallen ist. Und da wart ihr auch gerade in den Kommentaren absolut begeistert. Und ich habe gedacht, ach ja, vielleicht kriegt das ja innerhalb von ein paar Wochen ja dann mal 100 Aufrufe. Und überhaupt, was ich nach wie vor, irgendwo wundert es mich nicht, aber andererseits schon irgendwie, die Dinge, die mit meinem groben Kanalkonzept, mit meinem wissenschaftlichen Hintergrund nichts zu tun haben, sprich meine Messervideos, die sind mit Abstand das meistgeguckteste Zeug, was ich überhaupt habe, gefolgt von meinem allerersten Baumarktplane in die Wald hängen, in den Wald hängen Video, was ich persönlich ja grauenhaft rumgestümpert finde. Ich renne da ja auch mal irgendwann aus dem Bild, bin dann nicht zu sehen und so weiter und so fort. Das ist auch richtig viel angeguckt und hat richtig viele Daumen nach oben bekommen. Ist faszinierend, wie das abläuft. Also das hätte ich echt nicht vermutet und auch viele Dinge, wo ich echt denke, ah, das wird sich jetzt keiner angucken, das ist ein bisschen langweilig geworden, das wird dann geschaut und anderes, wo ich denke, ah, das hast du gut gemacht, da kannst du stolz auf dich sein, das wird halt eben, wird auch angeguckt, aber halt dann eben nicht so sehr. Ist faszinierend. So, aufgrund der aktuell nicht unbedingt besser werdenden Wetterlage, glaube ich, ich gehe mal dahin, wo es trocken ist, weil mir meine doch jetzt langsam etwas feucht werdende Kamera ein wenig Angst macht. Weil wenn die kaputt ist, gibt es nie wieder Videos. Nie wieder. Ich mache nicht den Sacki und kaufe mir 96 Kameras für euch und schrotte 17 Stative und werfe Kameras in irgendwelchen Höhlen irgendwo runter, Sacki. Also ich meine nicht, dass ich was dagegen hätte, dass du das alles für uns tust, aber ich versuche das zu vermeiden. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht völlig unsympathisch, weil ich eben tatsächlich sage, wissenschaftliche Sichtweise auf den Wald ist die einzig wahre. Wenn ihr wisst, was ich bin, was ich gemacht habe bisher mein Leben lang, wenn ihr wisst, dass ich auch noch aus einer Wissenschaftlerfamilie stamme und so weiter und so fort, könnt ihr es hoffentlich einigermaßen akzeptieren. Nichtsdestotrotz sind natürlich auch Leute, die eine ganz andere Sichtweise auf den Wald haben und auf die Natur haben. Und zum Beispiel dieser sehr bärtige, etwas dickere Doktor, der auf irgendeiner Almwiese wohnt und alle möglichen Kräuter futtert und meint, das müssten wir alle tun, damit uns allen besser geht und so weiter und so fort, was wissenschaftlich auch nicht bewiesen ist. Vielleicht hat er ja trotzdem recht. Aber zum Beispiel sowas werdet ihr bei mir nicht hören. Ich habe gerade keine Ahnung, wie der Mann heißt. Ich finde ihn trotzdem ganz sympathisch und das ist ein super, super netter Mensch. Und im Prinzip haben wir immer noch gemeinsam die Liebe zur Natur. Das gilt auch für alle anderen, die halt eben Outdoor-YouTube-Videos machen. Und weil ich fachlich andere Ansichten bin als ihr, hoffe ich, dass ihr mich trotzdem jetzt nicht verabscheut. Und ich tue euch definitiv trotzdem mögen und sympathisch seid ihr mir ohnehin alle. Mir ist jeder sympathisch, der gerne in die Natur geht und man hätte, wenn man sich mal trifft im Wald, sicherlich auch genug Angriffspunkte, wo man sich schön unterhalten könnte und ein friedliches Miteinander führen. Nur halt eben bei so den harten Fakten, fachlichen Themen, da bin ich ein bisschen der Meinung, dass ich recht habe. Wie gesagt, nehmt es mir nicht übel, es ist so und nochmal vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, also allgemein fürs Zuschauen, jetzt nicht nur explizit fürs hier Zuschauen und dann nächste Woche wieder. Ich glaube, ich sollte wirklich wohin, wo es trocken ist. Macht's gut!